Okay, aber kommen wir zurück zum Pokémon Pinball. Das hast du bestimmt auch, oder? Das habe ich auch. Das war mit dem Pikachu-Cover. Das war ganz cool. Und das war ein Spiel mit Rumble Pack. Ja, ich glaube sogar das erste. Auf nee, davor gab es noch irgendein anderes. Ah, Mist. Bin mal wieder nicht up to date. Macht ja nichts. So viele Game Boy Color Spiele gab es dann auch nicht mit Rumble Pack. Mhm. Nervig fand ich irgendwie das Pokémon fangen. Das war auch nicht gerade einfach. Hast du jemals alle 150 gefangen? Oder nicht sogar ganz 150? Alle 150. Ich hatte irgendwie 120 oder so. Ich hab's auch nie wirklich hinbekommen. Man hatte ja zwar nur zwei Tische. Genau, Tische. Roten und blauen. Ja, genau. Das war, glaube ich, auch an den Edition angelegt. Demzufolge sollte die gelbe Edition erst nach dem Pinballspiel rausgekommen sein, oder? Ich glaube, die kam nach dem Pinballspiel erst raus, ja. Sonst würde es eventuell einen gelben Tisch geben. Weit hergeholt, aber was soll's. Hätte ich nichts gegen, also ich finde, man könnte ruhig ein neues Pokémon Pinball für DS machen. Das letzte Pokémon Pinball war doch für Rubin und Saphir, oder? Genau. Aber ich finde, man hat die Pokémon-Welt aber erstaunlich gut als Pinballtisch umgesetzt. Da kann ich leider auch nicht mitreden. Und was die wenigsten wissen, im Original Pokémon Pinball, da hört man im Hintergrund mal das japanische Opening der ersten Pokémon-Staffel. Wirklich? Ja. Okay. Ja, die Openings, die waren toll. Ich will der Allerbeste sein. Oder ich werde Pokémon Meister Pokémon. Wer kennt sie nicht? Das noch? Es gab auch viele andere Tracks. Du, Nagi, weißt du was? Mein Lieblings... Pokémon Meister. Genau. Aber ich sagte, mein Lieblingstrack war immer noch das mit Rocco. Rocky! Oh, Rocky! Oh ne, den Song fand ich so übelst bescheuert. Aber genau das ist ja das Besondere daran. Ich fand's richtig gut. Oder Pummeluff. Das Lied von Pummeluff, ja, das war schon irgendwie eine Sache für sich. Ah ja, ich fand immer Schwester Joy richtig heiß. Was? Ach komm, sei ehrlich, du standst auf so einer Rocky. Ich? Ja. Nee. Jetzt bist du bestimmt ganz rot geworden, oder? Aber natürlich, ich bin ganz schüchtern. Nee, ich mochte damals eher Misty. Ja, die war ganz nett, aber ein bisschen zickig. Ich fand's dann aber schade, als er dann letztendlich nicht mehr im Anime vertreten war. Ich sag nur Michael Lucia. Ich fand so, Misty war von Anfang an dabei und die hätte ruhig bleiben können. Gab's noch eigentlich noch ein paar Gastcharaktere, wie zum Beispiel Tracy? Da gab's noch diesen Fotograf, wie hieß denn der nochmal? Todd, das ist ja der gleiche wie aus Pokémon Snap. Und wie hieß der? Ja, Todd, hab ich doch gesagt. Achso, sorry. Okay. Ich glaube, der heißt mit Nachnamen sogar Snap. Wie einfallsreich. Und der kam dann halt in der ersten und vierten Staffel vor und ich weiß nicht, ob er danach noch vorkommt. In der vierten kam er auch noch mal vor. Yep, da wollte er Arktos fotografieren. Aber der ist nicht mitgelaufen, oder? Doch, der ist mitgelaufen. 3 Folgen lang. Ah, okay. Gab es noch ein paar andere Gastcharaktere? Puh, also da fallen mir jetzt keine ein. Also Tracy war da schon das Nonplusultra, wenn man so will. So, Tracy mochte ich auch irgendwie lieber als Rocco. Hey, nix gegen Rocco. Ja, der bräuchte auch mal wieder eine Auszeit, finde ich. Weiß nicht, die weiblichen Charaktere werden ständig ausgewechselt und Rocco darf die ganze Zeit bleiben. Ja, stimmt. Aber Rocco ist cool. Gibt es eigentlich im Anime auch Pokémon-Arenen, in denen Ash nicht wirklich gekämpft hat, sondern er einen Orden geschenkt bekommen hat? Ja, so nach dem Motto, ja, du hast uns eigentlich nicht besiegt, aber du hast geholfen, deshalb kriegst du den Orden. Ja, genau. Das war doch einmal die vierte Arena mit dem Pflanzen-Pokémon, soweit ich weiß. Das war in der ersten Arena ja auch. Ja, stimmt. Wo der Rockus Onix nur durch die Sprinkleranlage besiegen konnte. Genau. Und Arena 5 könnte man, oder war es Arena 6?
könnte man eventuell auch mit dazu zählen, als Sabrina zum Lachen gebracht wurde mit Apollo. Also es wurde ja auch im Anime immer gesagt, so, dass Ashs Orden alle Mitleidsorden sind. Im Anime wurde das gesagt? Yep. Wer hat denn das gesagt? Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es wurde mal irgendwo gesagt, dass seine Orden irgendwie alle Mitleidsorden wären. oder den letzten Orden von Giovanni, den hat er auch bekommen. Ja, das fand ich ja total enttäuschend. Ich hatte echt gehofft, dass Ash gegen Giovanni kämpft, aber nix da. Giovanni hat sich einfach mal kurz vorher aus dem Staub gemacht. Ja, das fand ich ein bisschen schlecht gemacht. Und stattdessen hat Ash einfach gegen Team Rocket gekämpft und die haben dann den Erdorden fallen lassen. Was ich auch nicht verstehen konnte, ist, wie Gary in der ersten Staffel 10 Orden bekommen konnte. Was? 10 Orden? Er hatte 10 Orden. Oh Mann, wie schlecht. Aber der beste Kampf war immer noch gegen Pyro. Auch wenn der kein bisschen so wie im Spiel aussah. Ja. Der war echt gut gemacht, der Kampf. Naja, oder was ich auch ganz nett fand und traurig auch ein bisschen, als sie in Orania City waren und er Pikachu fast entwickeln wollte. Weil Pikachu nicht gegen Raichu gewinnen konnte am Anfang. Genau. Da hat er von Schwester Joy den Donnerstein bekommen. Oder angeboten bekommen, sagen wir mal so. Bin gerade am Überlegen, gegen, wie hieß denn der, Koga? Hat er gegen den gekämpft? Der hat gegen den gekämpft, gegen den Ninja! Ninja! Ich glaube, das war der erste Arena-Kampf, den ich leider nicht sehen konnte. Ich war da voll traurig, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also an den Arena-Kampf erinnere ich mich gar nicht mehr so genau. Auch nicht. Ich weiß noch, dass es auf so einer komischen Wiese war, aber wie der Kampf ausging, okay, klar hat Ash gewonnen, aber wie es so abging, das weiß ich nicht. Aber Koga hat es ja weit gebracht. Ja. Bis in die Top 4. Genau. Und Janina jetzt seine, wer ist denn Janina überhaupt? Das ist seine Tochter. Okay, Tochter, gut. Weiß nicht, ist irgendwie so ein Charakter, an den sich kaum einer erinnert. Aber die Top 4, die kamen ja auch nicht wirklich im Anime vor, aber Bruno, der wurde erwähnt. Und es kam sogar mal eine Doch, Folge zu dem so vor. Nach und nach kamen wirklich alle Top 4 der Roten und Blauen im Anime vor, aber es hat ewig gedauert. Echt? Also, ich weiß nicht, ich glaube zuerst war Bruno da. Ja. Und dann kam Lorelei, aber die haben sie aus irgendeinem Grund Prima genannt. Ja, es könnte sein, gut, ja. Und Siegfried... Agatha kam auch vor, das war doch so eine Freundin von Professor Eich, glaube ich. Wer? Agathe. Agathe kam auch vor, aber ziemlich spät. Also ja. Als sie vor, die kamen vor, glaube ich, noch in der Höhengeneration. Ach da so. Kam sie was vor. Und was mit Siegfried? Ja, Siegfried kam in Johto vor, du weißt schon, an dem See, wo Garados ist. Ja, genau, und da hat er doch sein rotes Garados gefangen. Und ich finde das eigentlich schade, dass Ash so gesehen nicht richtig gegen die Top 4 kämpft, so wie das im Spiel ist. Ja, das wäre ganz nett eigentlich. Also wäre eigentlich viel spannender als irgendwelche komischen, lausigen Gegner, die er die besiegen musste.